In den vorigen Lektionen haben wir geklärt, was digitale Barrierefreiheit ist, wie man sie überprüfen kann und worauf man beim Erstellen von digitalen Inhalten achten muss. In diesem Video erfahren wir mehr über die Einbindung von digitaler Barrierefreiheit in Projekten. Digitale Barrierefreiheit ist, wie wir bereits gelernt haben, nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Die gute Nachricht ist, eine barrierefreie Website muss weder altmodisch noch verstaubt aussehen. Es ist auch nicht besonders kompliziert und aufwendig, sie zugänglich umzusetzen. Somit ist die Barrierefreiheit auch kein Grund für explodierende Kosten. Aber um Zeit- und Kostenpläne einzuhalten, ist es nötig, die Anforderungen an die Barrierefreiheit von Anfang an mitzudenken und zu planen. Ganz wesentlich ist es auch zu verstehen, dass digitale Barrierefreiheit keine einmalige Maßnahme ist, sondern ein Prozess. Barrierefreiheit muss in jeder Phase eines Projekts von Vorbereitung zur Dokumentation verankert werden. Wir haben sehr viele verschiedene Maßnahmen in Form einer Checkliste zusammengestellt. Wir können in diesem Video nicht die gesamte Checkliste vorstellen, das würde den Rahmen der Lektion sprengen. Also haben wir 7 wichtige Punkte herausgegriffen. Alle Beteiligten müssen von Anfang an die Anforderungen kennen. Schreiben Sie die Barrierefreiheit in den Projektzielen fest, konkretisieren Sie auch, wie und wann dieses Ziel überprüft wird. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch sinnvoll, notwendige Schulungsmaßnahmen zu planen. Nominieren Sie eine verantwortliche Person im Projektteam, die für das Thema Barrierefreiheit verantwortlich ist, die das Thema immer wieder aufgreift und sicherstellt, dass es in der Hitze des Projektalltags nicht ins Hintertreffen gerät. Sichern Sie sich bei Ihren AuftragnehmerInnen ab. Sollten Sie Dienstleister mit der Umsetzung beauftragen, dann lassen Sie sich die notwendigen Kompetenzen durch Referenzen oder einschlägige Zertifizierungen belegen. Schreiben Sie die Anforderungen vertraglich fest. Am besten definieren Sie auch im Vorfeld, in welcher Form am Projektende der Nachweis für die Konformität dokumentiert wird. Zum Beispiel, dass der Dienstleister einen entsprechenden Konformitätsnachweis erbringen muss oder dass es ein Accessibility Audit durch unabhängige ExpertInnen gibt. Auch eingesetzte Software und Tools müssen die Anforderungen erfüllen. Bei Beschaffungsprozessen und Technologieauswahl muss Barrierefreiheit ein Entscheidungskriterium sein. Geben Sie sich nicht mit allgemeinen Zusagen zufrieden, sondern fordern Sie Belege für die Konformität oder überprüfen Sie die Zugänglichkeit selbst. Viele Anbieter veröffentlichen Barrierefreiheitserklärungen oder sogenannte VPATs, Voluntary Product Accessibility Template, beziehungsweise ACR, Accessibility Conformance Reports. VPATs stammen aus dem amerikanischen Raum und sie sind Vorlagen, mit deren Hilfe Hersteller dokumentieren können, ob ihr Produkt Accessibility Standards erfüllt. Das erleichtert den Vergleich zwischen verschiedenen Produkten. Das gilt nicht nur für kommerzielle Produkte, sondern auch für Open Source Software. Lassen Sie Designs und Konzepte vor der Umsetzung von ExpertInnen überprüfen. Anhand von Entwürfen und Konzepten lassen sich tatsächliche oder potenzielle Probleme frühzeitig identifizieren. Geschulte Augen erkennen typische Stolperfallen bereits im Vorfeld. Probleme später zu beheben ist teuer, ineffizient und manchmal auch gar nicht mehr möglich. Probleme, die man frühzeitig erkennen und beheben kann, sind zum Beispiel unzureichende Kontraste oder Benutzungsmuster, die nicht gut barrierefrei umsetzbar sind, wie zum Beispiel endlos scrollen auf einer Webseite. Planen Sie eine konsistente und konforme Umsetzung. Ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild ist bei jeder Website und Applikation eine selbstverständliche Anforderung. Stichwort Corporate Design, Corporate Identity. Dasselbe muss auch für semantische Strukturen und für Funktionalitäten gelten, damit insbesondere BenutzerInnen von Screenreadern und anderen Hilfsmitteln sich auf ihrer Website problemlos zurechtfinden. Schreiben Sie einheitliche Überschriftenstrukturen anhand Ihrer Entwürfe fest. Für Personen, die keine Maus verwenden, sondern mit der Tastatur navigieren, ist es wichtig, dass alle Elemente in einer logischen Reihenfolge fokussiert werden. Beachten Sie, dass Funktionalitäten einheitlich umgesetzt werden und immer Best Practices folgen. Versuchen Sie nicht, das Rad neu zu erfinden. Die Chance, dass es für alle BenutzerInnen gleich gut funktioniert, ist sehr gering. Damit auch zukünftige Änderungen von Ihren Überlegungen profitieren, sollten Sie diese entsprechend dokumentieren. Testen erfordert Expertise. Mit automatisierten Accessibility-Tests können Sie nur einen Bruchteil an relevanten Kriterien überprüfen. Die Interpretation der Ergebnisse erfordert wiederum sehr viel Erfahrung. Holen Sie sich für wichtige und komplexe Projekte, also fachliche Begleitung ins Team, und investieren Sie frühzeitig in die Weiterbildung der Teammitglieder.
Mithilfe der Videos der Lektion 5 können Sie selbst eine schnelle Erstüberprüfung durchführen. Vergessen Sie auch bei späteren Änderungen und Erweiterungen nicht auf die Barrierefreiheit. Viele Websites und Applikationen werden im Laufe Ihres Lebens immer wieder überarbeitet und um neue Features und Inhalte erweitert. Das sollte jedes Mal ein Anlass sein, sich wieder über die Accessibility Gedanken zu machen. Selbstverständlich muss auch die Web- und Multimedia-Redaktion darauf achten, barrierefreie Webinhalte zu veröffentlichen. Videos zu diesem Thema gibt es in Lektion 3. Weitere Tipps und eine praktische Unterstützung im Projektalltag bietet die Checkliste.